Wir haben in der Teilchenphysik nicht nur viele Daten, sondern auch viele Theorien. Und wir haben ein System entwickelt, was uns erlaubt, in Rekordgeschwindigkeit neue Theorien mit den existierenden Daten abzugleichen. Hallo, ich bin Lukas Heinrich, ich bin Teilchenphysiker und leite den Lehrstuhl für Data Science und Physics. Ich bin in einer Physikerfamilie groß geworden und bin daher schon sehr früh damit in Kontakt gekommen. Ich wusste eigentlich schon als Kind, dass mich die Frage, woraus die Welt besteht und was sie im Innersten zusammenhält, sehr interessiert. Und mein Lehrstuhl beschäftigt sich damit, wie können wir künstliche Intelligenz dafür nutzen, diese Fragen zu beantworten. Obwohl es in der Teilchenphysik um Grundlagenforschung geht, gibt es sehr viele Anwendungen im echten Leben, von der Therapie von Tumoren mit beschleunigten Protonen zu der Erfindung des World Wide Webs. Meine persönliche Forschung arbeitet hauptsächlich zusammen mit den KollegInnen aus der Informatik, um neue Algorithmen zu entwickeln, um in Daten neue Teilchen zu finden. Am CERN versuchen wir, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Wir hoffen, dass sich in diesen riesigen Datenmengen die Spuren von neuen Elementarteilchen verstecken. Und dafür entwickeln wir neue KI-Algorithmen, um diese zu finden. Das Higgs-Teilchen, was wir vor 10 Jahren entdeckt haben, wirft eigentlich mehr Fragen auf, als es beantwortet. Zum Beispiel, warum ist die Masse dieses Teilchens genau so, dass es das Universum, in dem wir leben, mit Sternen und Galaxien und Planeten überhaupt möglich macht? Und das ist theoretisch nicht wirklich erklärbar. Und wir versuchen in den nächsten Satz an Daten, was 10-mal mehr Daten sind, hoffentlich Antworten auf diese Fragen zu finden. Ich würde mich selbst als hartnäckig beschreiben. Ich versuche mich nicht zu sehr von kurzfristigen Trends leiten zu lassen, sondern eine längerfristige Vision zu entwickeln und die dann stetig zu bearbeiten. Ich finde meinen Ausgleich hauptsächlich bei meiner Familie und meinen Freunden. Von denen haben viele überhaupt nichts mit Physik zu tun und mit denen kann man auch mal eine Runde Basketball spielen oder eine Runde Schach spielen. Ich war lange Zeit im Ausland und bin jetzt nach 10 Jahren zurückgekehrt und freue mich, viele von denen wieder öfter zu sehen.